Das nächste Gericht, eigentlich habe ich keinen Namen, aber ich werde schnell einen Namen erfinden. Ananas, Käse, Surprise. Surprise ist Überraschung und die Überraschung, die zeige ich euch jetzt. Die erste Überraschung ist, ich schätze, das Gericht wird dauern 2,5 Minuten. So, als erstes wird einmal die Ananas in Fasson gebracht. Alles reichlich weg. Die Schäler. Die Ananas sollte natürlich schön reif sein, sonst macht das Ganze keinen Spaß. So, dann, wenn die Ananas soweit zugeputzt ist, dass man das Herz haben kann, schneiden wir einmal unten einen Teil herunter vom Strunk. So, und dann geht's los. Einfach dünne Scheiben schneiden, rundherum und in ein kleines Geschirr füllen. Man kann natürlich mehr abschneiden. Egal, gar so sauber habe ich nicht gearbeitet. Aber irgendwo muss man sparen anfangen. Das heißt, die braunen Teile von der Ananas könnten natürlich weg sein, überhaupt kein Problem. So, dann teilen wir das noch auf. So, die erste Minute ist vorbei. Ich kriege schon langsam Stress. Aber nicht ernsthaft, weil es wirklich kein Problem ist. So. So sieht es aus. Dann gehen wir den Käse oder rücken wir den Käse an den Leib. Ich habe einen Kuhmilchkäse am französischen und einen Schafkäse. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der Käse richtig reif ist, dann braucht man eigentlich das Geschirr bzw. das, was ich angerichtet habe, nicht mehr in Salamander bzw. in den Ofen geben. So, das ist, der Käse ist eh schon beim Weglaufen. Da geben wir auch die Haut noch weg, wenn sie will. So. Und das, was ich euch vorher enthalten habe, was wir natürlich auch noch brauchen, sind Ofenkartoffeln. Aber die Ofenkartoffeln, die sind im Rohr. So. Und jetzt geben wir ein schönes Stück vom Käse drauf. Ihr seht, der ist nicht richtig reif. Aber jetzt, hoffentlich brauche ich den Löffel nicht. Da brauche ich allerdings einen Löffel. Das ist reif. Und so soll es sein. Komm noch ein bisschen. So, und das Ganze jetzt kommt 2 Minuten in den Salamander. Den habe ich hinten drin in der Speise bei uns, wie bereits angekündigt. Wir brauchen eine Ofenkartoffel dazu. Ich habe 20 Minuten vorher bei 230 Grad die Ofenkartoffeln ins Rohr gegeben. So, voilà, da sind sie. Dann nehmen wir die Kartoffel, schneiden 4 Scheiben. Das wird alles gleich aufgeteilt. Die sind schon vorgeschnitten. Dann brauchen wir für die Kartoffel ein bisschen Salz. Ein bisschen perfektes Olivenöl. Ich habe hauptsächlich Olivenöl aus Istrien, weil es einfach fantastisch ist. Beim Öl brauchen wir nicht sparen. Beim Auto gibt man auch gern 50, 60, 70, 80 Euro für ein gescheites Olivenöl, für ein gescheites Öl aus. Dann wird man wohl in der Lage sein, das für das Olivenöl auch auszugeben.
So, und jetzt holen wir unsere Geschirlen. Eines. Das rennt schon weg. Zwei. Drei. So, Matthias. Und du wirst sagen, wo bleibt die Überraschung? Erstens einmal. Ganz ein bisschen Chili. Wieder perfekt, der muss hier sein. Und eine dezente Schärfe noch haben. Und jetzt kommt die Überraschung. Gin. Und so wie man beim Öl nicht spart, braucht man beim Gin auch nicht sparen. Fertig. Habe ich 5 Minuten gebraucht. Überraschung. 2 verschiedene Käsesorten. Leicht angeschmolzen, wenn es richtig reif ist, erspart man sich die Arbeit. Kartoffel kann man auch Brot dazugeben und Gin. Und so isst man das. Mahlzeit.